Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu Ein Tag unterwegs mit der Nuri Gang. Wir waren mit meiner Freundin und mit Armin, mit unserem adoptierten Bruder, unterwegs. Schaut euch einfach an, wie das alles begonnen hat. Es ist also eigentlich ein Vlog. Eine Sache war nicht so gut, der andere Sache war sehr gut. Ja, wir wünschen euch viel Spaß und los geht's. Nur du, doch Baby, nur du. Baby, nur du. Du bist der Abi-Gacke, frage, dass ich dich will. Das ist ein Abi, wir planen unsere Woche. Was kannst du vorschlagen, Tano? Komm. Ja, man kann viele. Wir leben in Wien, Österreich. In Österreich gibt es so viele Sehenswürdigkeiten. Bist du dir sicher? Sehenswürdigkeiten. Willst du dir mit mir Sehenswürdigkeiten, so Sissis Schloss und so anschauen gehen? Nein. Boah, was gibt's wir könnten ins Museum gehen. Nein, Ollo, nein. Und Bilder anschauen und über die Bilder reden, was wir sehen. Nur über meine Leiche. Ja, dann gehen wir über deine Leiche. Ah, die Scheiße. Ich gehe schon. Ich finde aber das mit dem Museum gar nicht so schlecht. Nein. Ich habe eine echt lustige Idee. Nein. Wir, damit wir Content haben, jeder von uns bekommt die Aufgabe, dass er sich anziehen muss wie der größte Tourist. Die Leute, oh, das gefällt mir. Die Leute, die ins Museum gehen, du darfst dir ein Outfit so zusammenstellen, wo du aussiehst, als wärst du nicht von dieser Stadt. Als wärst du auf Reise hier. Und dann machen wir Bilder. Ja, verdammte Scheiße, ja. Und so können wir alle drei so richtig cool aussehen. Unser Content wird schlechter sein, weil wir ins Museum gehen. In meinem Alter, zu 1000% schaut sich das Video niemand an, weil es über Museum ist. Zu 1000% schon. Vielleicht nur die Eltern, die sich wirklich interessieren. Weil Neues ist. Ja, wir gehen ins Museum. Okay, Spaß beiseite, was machen wir jetzt? Ich meine das ernst, ich bin voll dabei. Ja. Nein, ich nicht. Sarah, du bist dabei, oder? Mehrheit ist dabei. Für die Outfits schon, ja. Ja. Wenn wir im Museum sind, werden Sahar und ich dir Sachen nicht auf die Schulart erklären, sondern auf die nette Art. Auf lustige Art, oder? Wir werden dir Sachen erklären. Und dann ist doch bald Ferien und dann kommst du damit. Sano! Psst. Nein, hätte ich gedacht, dass wir wirklich gehen. Ich habe einfach nur Museum gesagt. Einfach ja, und jetzt können wir es wirklich machen. Warum hast du deinen Mund aufgemacht und du auch? Was kommst du mit? Okay, aber dann machen wir es mit. Es gibt etwas zu gewinnen. Nein! Also, dieses Video wird nicht erfolgreich landen, ich sag's dir. Werden wir für 50 Euro. Ja, okay, 50 Euro. Weil deine Zuschauer sind wirklich gefühlt in meinem Alter und es gibt auch Eltern. Vielleicht schauen es sich nur Eltern Leuten an, weil sie sich interessieren beim Museum. Aber und die Jüngeren gehen, wenn wir was suchen wollen, dann gehen wir googeln. Wozu haben wir Google Maps? Spaß, wozu haben wir Google? Was hat Google mit Museum zu tun? Museum, wenn ich irgendwas sehen will oder so, über Maria Theresa oder so, ich kann es googeln. Easy. Sanna, es gibt viele Museen. Ja. Googeln ist groß, wir können alles googeln. Okay, sag, welches Museum du Lust hättest? Ich habe ein Museum. Was? Über Titanic. Wo ist das? Keine Ahnung. Das ist dieses Museum, wo ich mich wirklich freuen werde. Vielleicht finden wir ein Museum, wo du dich wirklich freust, was es aber auch in unserer Stadt gibt. Ja, Titanic. Nicht dieser Film, wirklich Titanic, wie es gesunken ist und so. Was? 1912. Okay, aber was hat das jetzt damit zu tun? Weißt du, was ein Museum ist? 1912. Ja, das hilft uns nicht. Das ist auch ein Museum, das ist auch interessant. Du wirst Spaß haben. Nein. Gib mir ein paar Tage und ich weiß, wie ein paar Tage, ein Monat. Ich hoffe, du vergisst es, inshallah. Okay, na dann, so, wir machen es spannend. Let's go. Nein. Es ist soweit. Wir fahren heute in ein Museum. Meine Freundin fährt uns. Also sie ist aber auch dabei. Sie ist nicht nur Chauffeurin, okay? Wir haben unseren... Aber eigentlich ist sie nur wegen mir. Sano, hör auf, das stimmt nicht. Lüge. Ich würde sie so frech geworden. Ich? Zum Glück, dass ich faste. Wir fahren jetzt zu Armin, holen ihn ab und danach fahren wir ins Museum, ins Technische Museum, wo es so Autos und so gibt. Und Sano freut sich sehr. Nein. Wir haben diesen Wochenvlog gestartet vor längerer Zeit. Das war noch vor Sanos Geburtstag. Jetzt ist es soweit, dass wir endlich ins Museum gehen. Und für später ist es auch geplant, dass wir mit Sahar Iftar machen gehen. Also sie darf sich aussuchen, wo sie Iftar bekommt. Achso, ich darf es aussuchen. Ja, das ist deine Entscheidung. Allein deine Entscheidung ist es. Und du darfst dir aussuchen, was im Museum, also was wir im Museum am besten, so am meisten anschauen, okay? Oh mein Gott. Sadiq, du darfst aussuchen, was wir dann ins Auto tanken, okay? Okay. So, jeder sucht was aus. Ja. Und Armin kann sich aussuchen, wo wir Eis essen. Ja, Eis essen. Ich bekomme Museum, er bekommt Eis. Ja, ja, ja. Ich habe Armin gesagt, dass ich ihm ein Uber bestelle und wir fahren aber selber hin, er weiß es nicht. Und dann kommt er runter, wir stehen da und wir sagen ihm, Armin, mach die Augen zu, wir haben eine Überraschung für dich, aber bitte wein nicht nochmal. Und dann sagen wir, wir fahren nach Museum. Verstehst du? Also schauen wir, ja, das ist der Plan für heute. Leute, wir fahren ja heute im Auto von meinem Vater. Er hat ihr den Schlüssel gegeben. Zuerst hat er den Schlüssel mir gegeben, aber ich habe ja noch nicht meinen Führerschein. Und dann hat er ihn mir aus der Hand genommen und hat gesagt, Sadiq, von Fahrer zu Fahrer.
Hat er dir so den Schlüssel gegeben? Das ist unser Vater, Digga. Er ist netter. Das ist Arabisch, Leute. Ah, dieses Merem, das kenne ich. Ja, Messai Balam. Ja. Das will ich. Ah, das ist das. Ja. 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 Aber es waren jetzt zwei Lieder. Zwei Lieder, die du voll genossen hast. Was? La bla bla joy bar me na gulla ra chinga. Hey, la bla bla joy bar me na. Ich habe Armin geschrieben, dein Fahrer ist gleich in 5 Minuten da und er heißt Sadot, okay? Weil meine Freundin heißt ja Sadit, wenn ich Sadit schreiben würde, versteht ihr, würde er es checken. Und ich habe geschrieben, so ein Kennzeichen, 9456TX. Jetzt sind wir gespannt, was passiert, wenn er uns sieht, wenn Sadot vorfährt. Hallo Armin. Hallo. Armin? Hallo Armin, kommst du rein? Hey, ich dachte, du weißt nicht, dass wir dich abholen. Du Scheiße, du schickst mir ein Uber. Ja? Ja. Jetzt sind wir hier. Ja. Bist du nicht überrascht? Schon, ja, wieso? Armin, wir haben eine Überraschung für dich wieder. Nicht weinen diesmal, okay? Vor Freude. Ich meine es okay, ja. Okay. Sano, sag's ihm. Wir fahren zum Museum. Also wir fahren ins Technische Museum. Und ja, das ist die Überraschung für dich. Stark? Ja. Freust du dich, Armin? Ja. Gesundheit, Sadot. Gesundheit, Sadot. Aber wir gehen dann noch essen. Ja, ist was spricht dagegen? Nichts. Museum ist so, damit gehen wir auch wieder in die Schule so hin. So. Aber wart ihr schon mal im Technischen Museum? Ja. Ist das nicht so cool? Nein. Obwohl, es könnte sein, wenn wir in die Schule gegangen sind. Unten, ja. Unten gab es coole Sachen, aber sie meinten, nein, nein, ihr bleibt dort, wie wir euch sehen können. Nein, wir können heute gehen, wo wir wollen, verstehst du? Nicht? Ja, nach Hause. Nein! Ich meine, wir können im Museum gehen, wo wir wollen, verstehst du? Ja, sitzen. Dann noch, hör auf jetzt. Ich hab gar keinen Bock. Dass du mich liebst, weil es mein Herz zerreißt. Sag mir nicht, dass du mich liebst, weil es mein Herz zerreißt. Das Kuriergebäude. Leute, das ist ein Gebäude, da war ich mal drin. Das Gebäude ist abgeriegelt, seit über 20 Jahren gefüllt. Die Wände bestehen aus krebserregendem Asbest. Deswegen kann man mit dem Gebäude nichts anfangen. Aber dadurch, dass es hier ist, kann man es auch schwer sprengen. Und deswegen weiß man gar nicht, was man damit machen soll. Es steht einfach nur noch da, so ein Hochhaus in so einer Wohngegend im 19. Bezirk. Nicht, dass du so viele Informationen dazu hast. Ich habe damals einmal reingepisst und habe mich gefragt, hey, warum darf man da eigentlich nicht rein? Wir sind Teampartner. Ja. Wieso, weil ihr bei den Schwarz angezogen seid? Kochduell. Hm? Ja. Kochduell. Das verbindet. An jeden. Wir zahlen jetzt für eine Stunde gefühlt 50 Euro. Das heißt, diese 50 Euro sind nicht verschwendet, sondern jeder gibt sich Mühe, dass der Besuch ein toller wird. Okay? Jeder. Salo. Juhu, Technisches Museum. Ja, gib mir den besten Freudentanz. Ja. Ja. Armin da! Sogar mit Armins Frisur! Leute, die haben beide Armins Frisur! Ja! Oh, jetzt müssen wir uns verhalten. Sano, steh auf, komm, stopp! Da hinten ist die Kasse, ja. Ermäßigungen. Ja, mei, es gibt Ermäßigungen. Sano, wir sind nicht ins Technische Museum gekommen, damit du rutschen kannst. Geh, aber rutsch. Wenn deine Rutsche gleich da ist, wenn wir okay, gleich dann da rutsch, sind. Geh rutschen, ich filme dich. Schau, sie hat jetzt schon Spaß! Sano, was sagst du? Was nur, weil ich ein Auto anschaue. Und, was sagst du? Sieht geil aus. Aber findet ihr nicht, dass wir alle schon gerade voll Spaß haben? Ja, total. Da oben würde ich auch gerne rein. Ja. Armin, diese Lokomotive in dir rein. Das Ding in dich rein. Was ist das? Was ist das? Hey, Alter, mit Bett und so, was ist denn das? Das soll in Kaiserin Elisabeth rein. Boah, das ist ja urgeil. Sah dieser Zug in Armin rein. Aber schau mal her, da drin. Einfach das Licht ausgemacht. Sano, hast du was gedrückt? Das Licht ist einfach aus. Also, du bestimmt. Oh! Was siehst du? Armin hat geschnipst, es ist angegangen. Ja. So haben sie früher echt Fitness gemacht. Oh ja, Sano. Sano wäre damals eine gute Kinderarbeiterin gewesen. Machen wir ein Foto vor diesem Zug. Und dann nehme ich das Video, dieser ganze Zug in Armin rein. Ja. 8, 7, 6, 5. Kanyavi ist nochmal verheiratet. 3. Zwei. Was? Was ist los? Welches? Zeig mal. Armin sieht auf dem Bild aus wie die Mörder. Wenn man im Nachhinein sieht, wer der Mörder war, auf Fotos, genau so. Das muss ich sagen.
Das soll in dich rein. Aber nein, nein. Das hat man verwendet, um Sachen wirklich in dich reinzubringen. Was? Was? Sano und Armin versuchen gerade Sahar zu All You Can Eat zu überreden. Nein, eigentlich ja. Chinesen, eigentlich Chinesen. All You Can Eat ist Chinesisch. Ja. Was macht dich glücklich? Was würde deine Seele bereinigen? Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich gerade unter Druck gesetzt. Eine richtig leckere Krabbe. So diese Shrimps, die so wackeln. Nudeln, so. Chinesen. Oktopus. Ja. Oh. Oktopus. Nicht Oktopus. Doch, Oktopus. Armin, gibt es irgendetwas, was du nicht isst? Schwein. Wow. Wie krass ist dieses Auto? Stell dir vor, damit auf deine Feinde daraus schießen. The Drive-By. 1930er Jahre, Alkohol verboten, Prohibition. Gestern, als ich beim Chinesen, also beim All You Can Eat war, habe ich ein Wasser bestellt. Ja. Und der Mann hat es mir gebracht und er so, Wodka. Er wusste, dass ich fast. Er so, ja. Das ist Wodka. Und ich war so kurz verwitzt. Oh, okay. Oh, so haben die Menschen früher geheiratet und dann sind sie fremdgegangen. Wie geil wäre es gewesen, wenn es damals YouTube gegeben hätte und dann Albert Einstein, wenn er zum Beispiel sich von seiner Frau trennt, macht ein YouTube-Video. Auf YouTube. So, wir haben uns getrennt. Statement. Ja. Ein urgeile Lashes aufgeklebt. Schaut mal. Hä? Man sieht es leider schlecht. Im Museum und das, was Sano bis jetzt gemacht hat, ist Eistipp Pfirsich holen und nicht es rausrüpsen. Da habe ich mich mal in Afghanistan verletzt beim Pumpen am Kopf, bei sowas. Echt? Ja. Wo ich drei Nähte am Kopf bekommen habe. Das erklärt so vieles jetzt. Was heißt? Das erklärt. Wir waren mal in Afghanistan spielen und danach musste ich halt Wasser pumpen für meine Freunde. Und es war so. Gestiefelter Kater, das erinnert mich vor an gestiefelter Kater. Ich war was Arsch, nachdem wir alles hergesteckt haben. Meine Krankheiten in dich rein. Du bist ja nicht meine Krankheiten in dich rein. Das ist wirklich gut. Schreikabine. Eines ist hörbar und eines ist Schreikabine. Fake. Was? Hört ihr? Nochmal. Wir hören gar nichts, hä? Nochmal. Du hörst dich so beschissen an. Was? Du hörst dich so beschissen an. Hä? Ich dachte, man hört nichts. So geht das. Warum machst du auf? Ich hab sie jetzt selber gedrückt. Was soll das? Die haben uns verarscht. Man hört gar nichts, hä? Schreist du schon? Geht mal auf die andere Seite. Ah, andere Seite, okay. Oh, warte. Wer kriegt die meisten Dezibel hin? 110. Okay. 110. Sag mal du jetzt. Mach mal so, wer am meisten schafft, diese Punkte, kann entscheiden, was man essen. Sie sagt, die Person, die am lautesten da schreit, darf entscheiden, wo wir essen gehen. Du musst aber einwilligen, weil du als Einzige fastest. Bist du damit einverstanden? So war es nicht abgemacht. Aha, sie hat mal 110 geschafft. Wie viel schaffst du? 113. Nochmal, nochmal. Ich hab mich nicht gefreut. 116. Wirklich? Ja, das war 116. Ja, 116. Armin, du? Oh! Oha. 119. Ja, okay, ich schaff lauter. Schauen wir mal. Oh, oh mein Gott. 122. Mach nochmal. Okay, also Sarah hatte 110, Sarah hatte 116. Armin hatte 119, ich hatte 122. Sarah entscheidet, ob ihr entscheiden dürft. Ja, wie ihr wollt, mir ist egal. Wirklich? Ja. Aber nein, aber du fährst den ganzen Tag. Du musst schon damit doch einen Klang sehen, weißt du so. Aber schau, du bist jetzt. Passt voll, ja. Das passt? Oh. Okay. Skur, skur, dun, 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 skur, skur. Sarit, willst du auch All You Can Eat? Ich freue mich nur, wenn Sahar sich freut. Oh. Schleimhagen. Danke, Sahar, du bist wirklich die süßeste Person. Ich meine, hatte ich eine Wahl? Hey Baba, dein Freund klärt deine Freundin, schau, sie sind auf ein Date, die kaufen. Sahar, halt deine Fresse. Er kauft sogar dafür so. Siehst du, sie gibt mir sogar Kompliment. Oh, darf sie so? Was? Armin, ey, gibst du gerade? Gibst du gerade meiner Freundin ein Getränk aus? Nein. Gib's aus. Danke, Armin. Bitte schon. Warte. Die Durchsage hat gerade gesagt, dass sie in 15 Minuten schließt und schaut euch Sana an. Gehen wir noch schnell zu den Flugzeugen rauf. Ja. Ganz schnell. Okay. Okay. Leute, wir sind nur noch 15 Minuten hier und wir wollen noch Flugzeuge sehen. Lauf, lauf. Ist diese Spitze vom Flugzeug? Was ist mit der Spitze vom Flugzeug? Die sind alle in dich rein. Shit. Okay.
Das ist schon geil. Die Flugzeuge sind schon geil. Mein großer Spaß hier war nur, dass ich die Sachen endlich reinschieben konnte. Was hat dir hier am meisten gefallen? Dass ich Sachen gesehen habe, wo ich mir denke, wow, ich habe es noch nie gesehen. Interessant und so. Was war für dich das Interessanteste hier? Die Fotobox hat Spaß gemacht. Sadid, was war das für dich das Interessanteste? Das medizinische Zeug. Für mich das Interessanteste war all die Sachen, die ich in Amis reinstecken konnte. Check drauf, war ein toller Besuch. Alter, warum riecht das hier so nach Lahluli? Nee. Was ist Lahluli? Leute, Lahluli ist auf Arabisch so... Aber echt stark. Ja. Wir sind jetzt gleich da. Wir sind gleich im All-You-Can-Eat-Restaurant. Wir zerfetzen. Ich hab so Bock auf Sushi. Armin, zeig uns deinen ersten Teller. Schau, hier gibt's einmal Oktopus, ja. Garnelen und Shrimps, Muscheln. Und du lässt das jetzt grillen? Ja. Armin hat sich einen Teller grillen lassen. Schaut mal an, wie das aussieht. Also... Alle Meeresfrüchte sind dabei. Ja, ist auch noch. Hä, was spricht dagegen? Das ist so ein Tier. Du isst lieber rohen Fisch, anstatt gekochte Meeresfrüchte. Ich esse wenigstens keinen Oktopus. Was? Oktopus? Du hast Oktopus? Ja. Das hat sogar Augen, was ist das? Du denkst nur so weit, wie du so im Alltag isst. Das ist etwas Neues für dich und du denkst dir so, wieso hat das Augen? Das ist liebenswert. Das ist ekelhaft, Bro. Nein. Bro, nein. Heute Teller von Sadid und Saha. Mm. Warte, jetzt lässt du den auch grillen? Ja. Das ist alles Tintenfisch. Gib dem Tintenfisch einen Kuss. Sadid erklärt gerade Armin, was seine Krankheit genau ist. Ich weiß ja nicht, was mit dir... Diagnose. Ich habe Schilddrüsenüberfunktion und Hashimoto. Der Tag, an dem Krankheiten vergeben wurden, ja? Ja. An dem Tag hast du 2+1 Angebot genommen. Es gibt aber die Chance, dass deine Haare wieder wachsen. Ja. Ich kann dir helfen, weil du hast meine Wimpern. Ich habe Mascara, ich kann deine Wimpern wiegen, ich habe Lashes. Ich habe keine Wimpern. Deswegen kann ich es dir machen. Du so. Kannst Lashes haben. Lashes. Ich habe nicht welche. Danke, Chef. Okay. Oh. Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, finde ich Haare von dir im Bett, okay? Was soll denn die Scheiße? Nicht nur ich. Also nicht von mir. Tut mir leid, dass ich ein Mädchen bin. Willst du, dass ich so aussehe? Okay, Sano. Aber wenn ich eines Tages so eine Glatze habe, ich würde nicht zur Schule gehen. Tut mir leid, ich würde wirklich für sehr viele Lernen kennen. Er sagt sowas. Armin, lass dir sowas nicht sagen. Nein, du traust, aber ich bin eine andere Person bei sowas. Ich bin eine andere Person. Das ist eine andere Person, die ist jetzt, oh mein Gott, fuck you. Ja. So mit Banane. Du kannst Banane sagen. Armin will seinen Kopf im Schokobrunnen eintauchen dort. Das ist, mein Nachtisch wird das. Armin, stopp. Und dann kann dein Kopf bei mir reingehen. Es war doch so lustig bis jetzt. Jetzt siehst du raus, auf einmal sind nur noch echte Kackstückchen am Kopf. Ich habe gerade einen Witz gemacht, den ich nicht reinschneiden darf. Aber da ist das Lachen von Sahara dazu. Das war so ein leicht rassistischer Witz, aber gar nicht mal so schlimm. Nur darf man das heutzutage nicht sagen. Warum lachst du, hä? Was ist los, Armin? Stell mir immer noch Armins Glatze im Schokobrunnen vor. Gehen wir hin zum Schokobrunnen. Da ist der Schokobrunnen. Mein Kopf da oben vor und ich drehe, mein ganzer Körper dreht sich so oben. Und wir wollen seinen Kopf. Und hier sind nämlich mein Eis. Welche Uhrzeit haben wir jetzt? Geh auf dein Handy. Ey, das sieht so süß aus. Und eigentlich, wenn du ein süßer Freund wärst, würdest du mich als Hintergrund haben. Ja, aber du hast auch nichts. Du hast auch nichts. Sag wenigstens ein Bild. Sag ein Bild, du hast gar nichts. Zeig her. Ja, das ist sehr süß. Warum lacht ihr? Und du hast nichts. Leute, weil ich sie nicht als Hintergrundbild nehme, macht sie das. Zeigt es Sahar und sagt... Das ist, oder? Ja. Aber ich werde es nicht als Hintergrund nehmen. Ja. Okay, dann mach's nicht. Das ist so ein Hey, mach es du auch, dann mache ich es. Ah, ist es das? Ist es das? Können wir vielleicht einfach 5-mal Leitungswasser haben? Bitte. Ja. Dankeschön, meine Liebe. Ja. Sie wirkte urangepisst. Ja? Ich habe gerade gesagt, kann ich 5-mal Leitungswasser haben? Sie so, 5-mal? Leute, schau, was ich für ein Bild gemacht habe. Das ist auch süß. Ey, das ist sehr süß. Aber das werde ich auch
Das werde ich auch nie erzählen, sehr grundsätzlich. Zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Oh. Ich war früher ureifersüchtig, wenn er mit so kleinen Mädchen, kleinen Kindern war oder wenn er Bilder gepostet hat. So mit kleinen Mädchen war, wow, nein, was? Was? Kleine Kinder, kleine Kinder. Ich hab mal geweint, weil er, weil ich hatte mal so. Was meinst du jetzt, wenn ich mit kleinen Mädchen war? Klär das auf. Wenn du mit kleinen Kindern gechillt hast, mit Eltern, die du vielleicht kennst. Aha. Ich weiß noch, 2017, da hast du ein Foto mit einem Baby gepostet. Das Baby war so süß. Ah, ja. Das meinst du? Okay, Gott sei Dank ist das aufgeklärt. Ja, ich kann das Baby nicht filmen. Leute, das ist auf jeden Fall ein sehr süßes Baby. Und Sarah ist ein bisschen weird. Ganz kurz, es hat einen Schneeanzug an, okay? Okay, und was heißt das? Damit man sich das vorstellen kann. Am Anfang verschwand Schnee durch. Ich würde sagen, genug getrunken, wir können gehen. Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Ja, deswegen sollten wir jetzt echt gehen, weil es ist schon lange nicht mehr schön. Leute, schaut euch das an. Warte, zeig nochmal. So, und jetzt zeig nochmal. Was passiert hier? Armin, erzähl Sahar nochmal den Fakt über diese Tiere, also, die du uns erzählt hast. Du kennst auch Hyänen, oder? Ja. Hyänen, okay, egal ob Männchen oder Weibchen, haben einen Penis. Das heißt, wenn ein Mann einer Frau schwängern möchte, also Hyäne, okay, muss er durch den Penis. Und genauso ist es verkehrt. Das heißt, wenn sie schwanger wird und ein Kind auf die Welt bringen möchte, diese Hyäne, dieses Tier, muss das Kind durch den Penis. Und sehr oft stirbt diese Frau, weil es so der große Schmerz ist für ihren Penis, dass es halt daran stirbt. Okay. Aber wusstest du, wenn die Hyänen abwehren möchtest, musst du einfach nur machen und dann sind sie weg. Armin! Das Wetter ist schön und die Stimmung ist wieder gut und es ist wieder Zeit für Vlogs. Zu nerv mich bitte nicht und dann einfach wieder auflegen. Von zusammen in die Türkei Nachtsback. Ihr Scheißkinder, Mann! Mein Film ist fertig! Ja! Ey, kannst du dir nicht mehr ausmachen? Kunate? Sagt er gerade Kunate? Das heißt, gib keinen Arsch! Was macht der Perser für Musik? Heute werde ich den größten Dünnschiss meines Lebens haben. Das wird unglaublich. Leute, Armin hat doch gesagt. Das war so schön. La blabe joy bor mera gulora chita. Hey, la blabe joy bor mera gulora chita. Por cada nos cada khanda kada mara nadira. Por cada nos cada khanda kada mara nadira. Okay, Armin, war aber einen schönen Abend, es war ein geiler Tag mit dir. Lass doch mal ein Runde machen, nochmal singen. Es hat dir Spaß gemacht. Armin, geh weg! Okay, Armin, ciao, Bruder. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, ciao. Hallo, hau ihn nicht raus. Böse Mann kommt! Wir sind jetzt zu Hause. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind im Aufzug. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Also wir sind noch nicht zu Hause, aber wir sind gleich zu Hause. Okay? Er sagt, ob das Auto selber gekommen ist oder ob wir es geschoben haben. Aber das Auto ist kaputt. Jetzt muss ein Baby. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Danke. Es hat echt Spaß gemacht. Und Museum hat sich am Ende dann doch ausgezahlt, oder? Mhm. Ja? Ja. Okay. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um euer Leben qualitativ zu verbessern. Und verfolgt Zahar politisch, wenn ihr sie auf der Straße seht. Gibt echt nicht mehr viel zu sagen, außer das war's. Auf Wiedersehen. Warte kurz. Es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer. Das war's. Auf Wiedersehen. Okay, es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer. Das war's. Auf Wiedersehen. Asla Vista. Oh Gott. Bitches.